Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play. Jo, mit der Timeline Reign of the Dragons. Da ist schon mal ein Drachenkopf. Wir müssen wahrscheinlich jetzt einen Drachen besiegen. Ich bin hier weiter nach oben gelaufen. Ah genau, wir haben den Boss besiegt. Ich bin hier nach links gelaufen und bin dann doch nach oben, weil es gute Notes gab. Und jo, es war ein bisschen zäh. Natürlich, es ist wieder 5 Level höher. Und ja, es ist genau jetzt einfach, ich habe das gefüllt, damit es nicht so langweilig ist. Und wir jetzt Level 78. Also man levelt hier auch in der Timeline noch ein bisschen schnell. So, also schauen wir mal, was wir da machen müssen. Mit einem Reden. Okay, so einen komischen Kauz. Okay, kenn ich nicht. Gut, also. Aha. Ja, wir kämpfen. Wie immer. Oder fast immer. Ich bin manchmal lange auch am Items irgendwie anschauen und sortieren im Lager. Ich kämpfe nicht immer. Aber, ja, das Spiel ist natürlich wie immer. Immer kämpfen. Und gute Items finden und Spaß haben. Jo, ich habe in letzter Zeit bei GameStar bei einem Diablo 4 Trade, also Trade, wie sagt man dem, News ein bisschen geschrieben und die meisten Leute denken heutzutage langsam so ein bisschen anders über Hack and Slays. Es ist zu viel Vorurteile und so weiter. Es ist ein bisschen schade, wie die Leute irgendwie so für mich irgendwie fast depressiv anwirken, weil sie einfach keine Lust mehr haben, Spiele richtig zu genießen. Man will sie durchzocken, oder? Und das geht bei Hack and Slays nicht gut. Also es ist, man merkt einfach, die Leute haben keinen Spaß mehr. Ich habe einfach ein bisschen mitgewirkt und habe gesagt, dass ich immer noch an den alten Spielen Spaß habe und immer noch meine Freude habe, wenn ein Spiel rauskommt und ich es genieße. Ich möchte nicht fertig werden mit dem Spiel. Also ich möchte schon. Aber noch nicht so auf erster Stelle, oder? Also es das Coole ist ja, diese Hack and Slays, die kann man ewig spielen und sie werden nicht langweilig. Obwohl man eigentlich immer nur grindet. Aber irgendwie ist es genau das, was ich brauche. Und das haben viele irgendwie nicht. Sie wollen mit dem Spiel einfach fertig sein. Sie wollen Top-Equip haben. Sie wollen alles durchrushen. Und deshalb bin ich eigentlich so ein Fan von diesen Streamen und Let's Playern, die immer nur die Spiele durchrushen, dann zum nächsten gehen und sagen, oh, das ist ein neues Game, kommt, spielt es. Und dann zum nächsten Spiel geht und so weiter. Bin ich leider nicht so, oder? Und ich bin auch ein Let's Player, der hat viel zu bereden, also ja, viel einfach redet mit euch während dem Gameplay, weil es sonst einfach zu langweilig würde sein. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit mir. Ihr dürft gerne Kritik zeigen, wenn ihr nicht Spaß habt. Und da muss man halt auch wirklich manchmal auch sagen, ja, wenn ich jetzt nur grinden muss, also jetzt gar nicht so schnell vorwärts kommen oder so, dann kann ich das auch überspringen. Ich kann es gerne in einem Livestream dann machen. Ja, nur das Problem ist, ich finde einfach keinen Monitor, der zu mir passt. Entweder hat er HDR oder hat einfach irgendwie zu weites Widescreen oder so. Mag ich nicht so sehr. Ich mag eher eckige, also viereckige, also rechteckige Monitore. Und ja, so weit Ultra-Widescreen ist auch sehr teuer und sehr anspruchsvoll für die Grafikkarte. Da brauche ich eine zweite Grafikkarte mindestens noch und alles mögliche. Ist noch nicht so im Vordergrund. Oder? Aber falls ihr das unbedingt braucht, schreibt es mal in die Kommentare. Ich kann das irgendwie schon organisieren. Das ist recht ein zähes Teil. Hä? Einfach aufschauen und nachschauen. Schauen, dass man nicht rein in diese großen Säulen kommt. Ja, wie soll ich das besiegen? Ich bin doch auch so ein Eis. Ding. Ja. Ich habe ein bisschen in der Mitte einfach
In der Mitte habe ich einfach das Dornenschild immer wieder gecastet und mal wieder rüber zu den Ranken gewechselt, dass sie wieder besiegt wurden. Wir müssen so ein bisschen schauen, dass wir. Oh. Okay, wieso ist der so low health? Ah, der ist injured. Okay, noch nicht so stark, ne? Nur schnell, also ja, man hat es gesehen, man musste sofort rausgehen. So, ich gehe. Und jetzt? Oh, Yerov ist schon wieder tot. Und wieso bist du jetzt hier oben? Bist du irgendwie entführt? Also, währenddessen wir hier hochgingen, abgeholt worden vom Drachen. Okay. Schöne Abholung. So. In letzter Zeit ist Last of Us wirklich wieder stabil geworden. Es kam kein Patch raus. Die Entwickler tun sich um solche Probleme einen Scheißdreck scheren. Das sind wirklich sehr asoziale Entwickler, scheinbar. Also scheinbar, ich kenne sie schon seit 3 Jahren, aber in letzter Zeit, ja, komm. Die haben kein Geld, also tun sie nichts patchen. Das ist echt nicht gerade motivierend, tut mir leid. Ja. Das ist halt das Problem, oder? Man geht halt auch als Entwickler nur so dem Ding nach, dem Geld nach und kümmert sich nicht darum. Das sind 3 Drachen. Wie soll ich die besiegen? Set? Baal. Baal. Puh. Ja, nicht so. Das ist der Adder. Okay. Der hat am wenigsten Leben. Ah, okay. Ja, die Eier kaputt. Geht das noch? Nicht so gut kaputt gemacht. Nee, ich soll Blitze schießen, das ist nicht so gesund für mich. Bitte weniger Blitze. So kommt, hey, wieso müsst ihr so zäh sein? Wieso ist mein Bild? Ich finde einfach kaum Item für den Bild. Sie droppen einfach kaum. Also neue Items habe ich, glaube ich, nicht. Ich habe einen Gürtel gefunden mit 74 Schaden. Das ist 20 mehr Prozent. Der ist jetzt aber schnell am Schießen gewesen. Da bin ich ein bisschen drin geblieben. 20% Schaden ist aber nicht so gut wie zum Beispiel 30% Feuerresistenz, was ich dringend brauche. Deshalb habe ich das jetzt noch nicht equipped. Okay. Diesen Raum kenne ich von irgendwo. Keine Ahnung mehr. Ich kenne. Wahrscheinlich, weil ich schon mal hier war. Ist ja klar. Aber das ist halt schon vor 1,5 Jahren oder so gewesen. Noch länger. Als es ja nach den 3 weiteren dann fertig war, das Spiel. Dieses Übercorruption gab es damals auch noch nicht, glaube ich. Und ich habe es einfach nicht genutzt, weil der. Oh. Weil der Bild so. Ja, ja, Spam doch noch ein bisschen. Oh. Sheet! Was ist das für ein Assi? Bis ich das gecheckt habe, ist auch ein bisschen. Ja, mhm. Genau. Weißt du, hast eine Millisekunde Zeit. Komm, wir töten. Lassen wir wieder töten. Oh Gott. Das habe ich schon mal gemacht mit diesem Bild. Okay, sie sterben wahrscheinlich. Okay. Ich muss eventuell, ja, es geht auch nicht, weil ich muss jetzt zuerst die Ranken beschwören, was ich teleportieren kann. Ich muss eventuell da nicht in der Spring-Form sein und mit Hüpfen. Und dann habe ich einen Minion zu wenig. Keine Ahnung. So ein Assi-Bosskampf. So ein Assi. Liebe Entwickler. Was soll das? Was soll das? Yes. Ich kann doch nicht in Millisekunden einfach so einen Mega-Dot, so einen Mega-Sprühnebel haben. Ich muss ihn irgendwie umkreisen oder so, aber die Arena macht es ja nicht so leicht. Ich wusste, dass der Drache stark ist, aber dass er so schnell ist. Also ich bleibe hier und ein bisschen weiter in eine Richtung. Und schaue, dass da irgendwie getankt wird. Jetzt, okay.
Ich konnte ihn ausweihen, aber wie viel und wie oft? So, ich muss mal ein bisschen die Drohne schüten. Nein, ich kann nichts machen. Ich habe ihn nicht mal gesehen. Wie geil. Der Entwickler so, ja, man kann in einer Millisekunde Reaktionszeit raus teleportieren. Mann, was ist denn mit Builds, die keine Movement Speeds haben? Muss ich als Bär spielen? Ich muss irgendwie den Build ändern. Wir gehen mal in eine andere Timeline. Warte kurz. Wir gehen mal. Oh, wir müssen mal kurz nachschauen, genau. Also, wir haben hier noch den Necromancer-Build-Guide. Der braucht einen Dolch und den muss ich jetzt kurz mal genau hier haben. Das ist der obere, also der rechte. Rhine of Dragons. Unique or Set Sword Dagger Echo Wards. Okay, dann muss ich das so machen. Jetzt ist hier unten eine rote. Keine Ahnung. Also, dann machen wir das so. Gehen wir wieder hier rein. Ich werde also wahrscheinlich heute einen Livestream machen. Nein, hier wollte ich nicht rein. Hä? Wieso bin ich jetzt in der Arena wieder? Nein. Ist verbuggt. Okay, gut. Dankeschön, liebes Spiel, dass du so fertig bist. Ich habe eine Riesenfreude ab dir. Meine Güte. Geht's noch? Ja, so wird man manchmal enttäuscht von Entwicklern, die einfach ein Spiel nicht richtig fertig entwickeln. Es ist ja schon gut, wenn längere Zeit kein Content kommt. Aber bitte diesen Content, der da schon da ist, fertig machen, dass es nicht so Bugs gibt. Wäre nicht schlecht. Oder eben Bosse, die nach Millisekunden 100.000 Schaden machen. Obwohl man nur 1280 Leben hat. Also das ist Reign of Dragons. Also wir müssen mehr Corruption haben. Das ist ein bisschen zu wenig Corruption. Ja, machen wir slow weiter. Ja. Die Spieler müssen nur leiden, indem ihr so blöden Quatsch macht. Indem ihr Sachen einfach nicht richtig einfügt. Bitte aufhören damit. Das ist peinlich. Also ich würde die Entwickler wirklich runter machen, schon fast für solche Sachen. Man darf es einfach nicht, man darf vor Entwicklern nicht böse sein, sonst wird man direkt gebannt. Und vor allem die Moderatoren wollen das von den Foren und alles. Man darf das Spiel ja nicht falsch böse irgendwie. Man darf seine Meinung halt nicht mehr frei sagen. Das ist das Problem in den Games. Oder? Du kannst nicht mehr das sagen, was dich wirklich betrifft. Es ist schon klar, es ist ein bisschen unfair zum Entwickler, ja. Aber diese Bewertungen stimmen ja sowieso nicht. Da kann man ja auch ein bisschen negativ abstimmen, damit, ja, der Entwickler halt schaut, dass das nächste Mal nicht passiert. Er ist selber schuld, wenn er Spiele auch weg, also verliert, oder? Ich bin einfach ein Spieler, der wirklich durchhält und weitermacht. Und es halt auch nicht so mega schnell macht. Wow, 25% Cooldown Speed. Wie abgefahren ist denn das? Das ist jetzt wieder ein Item, das ich vielleicht sehr gerne mal noch verwende in andere Builds mit Cooldown. Aber ich weiß nicht welchen. Mal gucken. Ja, es gibt ja diese Builds, wie zum Beispiel da der Ghost Maker, also nicht der Ghost Maker Build, sondern der andere Necromancer, wo ich gespielt habe. Ah, nein, der Leash, genau. Ich darf ja nicht Necromancer zum Leash sagen, wenn es kein Leash. Ja. Wenn es kein Necromancer ist. Der Hungering Souls verwendet. Der braucht zu viel Cooldown, damit er viel mehr Seelen beschwören kann. 11 Dexterity fertig. Okay. Schön. Dankeschön. So, ich
bin gestern auch ein bisschen am GTA Online spielen, weil ich ja dort gerne Rundenspiel mache. Oder machen würde. Und einfach für den Anfang, ich habe ja auch einen Server, aber der ist einfach noch nicht fertig. Da fehlen einfach die wichtigsten Sachen noch. Die schwierigsten Sachen. Und weil ich wahrscheinlich Taxifahrer sein muss, habe ich dann einfach nie etwas zu tun, wenn niemand Taxi fährt. Also, ihr dürft gerne ja, mal kommen. Ich werde es dann auch im Let's Play hinschreiben, wo ihr uns treffen könnt auf Discord und so. Und mal ein bisschen mitmachen. Und ich komme dann natürlich auch, wenn es sich ein bisschen mehr lohnt. Sonst dürft ihr gerne, ja, ein bisschen kostenlos Taxi fahren. Wie ja nicht sein, dass er viel Geld braucht. Jo. Und ja, ein Lastrad können wir auch gerne mal zusammen spielen. In einem Livestream auch vielleicht. Und gucken. In anderen Spielen, wo ihr auch Lust habt. Gothic würde ja auch, also Gothic 1. Wird ja auch noch ein Rollenspiel-Let's Play von mir bekommen, wo ich wirklich drinnen lebe, in dieser Minenkolonie, in einem Gefängnis, in einem Tal. Und ja, natürlich den nachfolgenden Gothic und Bryson und Elex-Zeugs auch, Elex 2 auch. Und dann mal schauen, ob dann schon ein neues Spiel draußen ist, wahrscheinlich noch nicht. Weil da, die haben ja auch ein bisschen Probleme mit Elex 2 gehabt. Schade, bringen sie kein Gothic mehr. Das ist wirklich mit Abstand die beste von den dreien gewesen. Von Piranha Bytes. Ja, die beißen uns schon wie Piranhas, ne? Aber ja, ich denke, mir wird auch Alex 2 gefallen. Ich bin ja nicht so extrem anspruchsvoll. So, da haben wir ihn schon. Den letzten Bonesbauer. Lustig ist auch, dass ich wirklich keinen Schaden mache, dass ich sofort wieder voll bin. Aber so ein Drachenart macht so viel dort, dass meine Heilung überhaupt nichts bringt. Das ist sowas von assi. Ja, mehr Leben, Erkrankung, Steak, Multiplayer auch nicht. Also ich werde wahrscheinlich niemals einen Bären wieder spielen, der ist so langweilig. So, aber das Shelf geht immer wie weiter nach oben. 1311. Ach komm, ich nehme ihn mit. Ich habe ja nur so mega viel Platz wieder verschwendet seit dem letzten Part. Ja. Das ist ziemlich gut, Minion Critical Strike, aber ich brauche halt wirklich. Ja, okay, wegen Cool, dann können wir. Ja, brauche ich ja nicht auf diesem Bild. Ich weiß es nicht. Ich sammle nicht mehr alles. Da es ein Exalted-Modifikator ist, den ich unbedingt brauche, muss das halt so sein, dass ich jo, diese Rüstung nicht tragen kann. Ich habe einfach nicht genügend Crit-Chance. Da brauche ich unbedingt mehr Crit-Chance drauf und das hat sie nicht. Ich brauche halt eine Exalted Rüstung. Sondern können wir also noch nicht empowern, weil dieser dumme Boss in der Nähe ist. Wir können schon eine andere Timeline eigentlich noch machen, stimmt. Und dafür müssen wir, glaube ich, Lagonen besiegen. Oder müssen. Können wir den anderen auch. Es gibt ja noch eine Timeline. Ich bin jetzt gar nicht sicher. Gibt es nicht drei, also gibt es nur zwei. Wir haben die Möglichkeit, ob wir sterben wollen bei Lagoon oder bei diesem Drachen. Wie hieß er nochmals? Das ist ein komplizierter, heimischer Name, glaube ich, so sogar. Ja, ja. Aber wieder mal typisch Entwickler. Wissen nicht, wie man balanciert. Wie kann man einfach Balancing so einfach schlecht machen? Ich meine, Diablo 2 hat ein schlechtes Balancing. Diablo 3. Path of Exile. Sacred. Dungeon Siege.
Bring down. Wieso kann man ein Balancing so verkacken? Woran ist es schon? Und wann liegt es, dass es so schwer ist, weil sie keinen Bock mehr drauf haben nach einiger Zeit? Aber Balancing kann doch nicht so ultra schwer sein. Vor allem die Spieler geben doch immer wieder Feedback. Aber ja, gut. Wenn man halt ein Bild haben muss ohne Bewegungsgeschwindigkeit und so. Ist klar, dann kann man dann den Boss halt auch nicht machen. Dann macht man andere Dinge, bis man halt wirklich auch ein Bild machen kann mit Bewegungsgeschwindigkeit, der mal genug Schaden macht und genug aushält. Also zum Beispiel der Multishot-Bild. Da muss ich jetzt auch noch kurz schauen mit euch. Was brauche ich dann schon wieder dort? Aber einen guten Bogen, der viel Damage macht. Aber ich habe ja einen Filter an, da kann ich ja gar nicht. Er braucht, glaube ich, noch andere Items, aber sicher bin ich mir leider nicht. Und sonst gibt es noch andere Builds, zum Beispiel da habe ich einen Nahkampf Sinterstrike Build. Und ich Sinter Detonate Arrow Build. Ja. Ich werde vielleicht so einen aufbauen, wenn ich Zeit habe. Aber momentan habe ich so wenig Zeit. Ich muss am Freitag auch noch zu meinem Land, wo ich besitze. Ich habe ein Land, das ich verwildern lasse. Also ganz viel Wildnis zurückbringe. Was andere Menschen ja nie machen. Damit die Natur natürlich wieder entblühen kann. Jo, also einfach zurückkommen kann, wieder schön Wildnis da ist. Vielleicht gibt es bald Bären und in meinem Land. Ne, ist zu nah an einem Dorf, da würden niemals Wildtiere hingelangen wollen. Aber dafür schöne Insekten, also ja, Schmetterlinge und Bienen. Oh, ganz viele Bienen. Ich mache ein Video, einen Vlog. Und werden mal schauen, wie es so ankommt, sicher gut ankommt. So. Aber sieht nicht ganz so aus. Ja, also der Rasen ist, also das Gras wird einfach gemäht. Sieht nicht ganz wie eine Wildnis aus. Einfach das Gras gemäht wird. Die Modifikatoren jetzt gerade so ziemlich zäh, ja. Stimmt. Slow ist halt auch nicht gerade so einfach. Aber gut. Das Dodge ist halt am schlimmsten. Dodge sollte man eigentlich unbedingt nehmen. Nehme ich nicht. So, guck ich mal. 23 Minuten. Also zuerst gehe ich, glaube ich, nochmals raus und schaue mir, wo wir sonst noch durchgehen können. Aber der Boss, der ist einfach viel zu heftig noch. Da oben ist leider immer noch nichts. Kein neuer. Also, ja, ist gut, ja, dass es kein neuer gibt. Weil wir müssen zuerst weit genug weg sein vom Startpunkt, damit die Corruption genug nach oben geht. So, also. Wir haben hier die Möglichkeit, Fall of the Empire nochmals zu machen und dann Spirits of Fire auszuwählen. Machen wir das lieber so. Ich mache das einfach mal, wenn ich Zeit habe, nebenbei in einem Livestream. Und diesen Weg gehen wir im Let's Play. Da haben wir jetzt einfach noch eine Möglichkeit. Hä? Geht das nicht? Das geht nur von hier rüber? Ja, dann müssen wir das machen. Dann müssen wir das machen. So kaka. Okay, es gab keinen Weg nach oben. Gut, dass ich das noch gesehen habe. Das wäre mir nicht so eingefallen, dass da einfach zu weit ist. Oder einfach der Entwickler so assi ist und nur zwei zu schwere Bosse in den Weg stellt. Naja, wenn ich jetzt mal die Rüstungen und so finde für ein Bild, vor allem der Helm mit der schnellen Attack Speed. Oh, da ist ein Mensch. Dann würde ich das gerne schaffen. Also könnte ich das gut schaffen, aber da muss man jetzt ein bisschen mehr grinden. Aber ich tue die oberen einfach mal empowern, aber diese Kraft. Genau.
Ah ja, heute habe ich wieder so viel zu tun. Ach, so ein mega aufwendiges thailändisches Gericht machen. Weiß nicht, wie es nennt. Es ist nicht Barmi Goreng oder Nasi Goreng. Das ist ja das ganz anders, aber. Ja, gut habe ich so einen Kollegen, der eigentlich thailändisch kochen kann. Der hilft mir ein bisschen. Trotzdem sind wir alleine, ganz alleine. Wir sind alleine kochen. Vielleicht höre ich das mal vor, als Zocker kochen. Ja, ich bin guter Koch und ich koche gern und viel. Aber eben. Ich möchte natürlich für euch schon viel mehr zocken können. Weil sonst zocke ich wirklich viel zu wenig. Also ich bin kein Zocker. Ich bin einfach einer, der Zocker-Videos macht. Und auch nicht gerade so hochwertig, weil ich auch keine Zeit habe. Also so mit Schnitten und so, das ist sowieso nicht meins. Jedes Video, was mindestens 3 Schnitte pro Sekunde hat, ist weg. Das schaue ich mir gar nicht weiter an. Also so diese schnellen Flashbacks oder so von Streams oder so, da kann ich einfach gar nicht anschauen. Ich schaue lieber ein ganzes Video über den Stream, über den ganzen Stream ohne Schnitte, als so mega viel geschnitten, das ist nicht mehr. Das ist ja richtig langweilig, wenn du nicht gerade so über die Schnitte nachdenken musst, was ist jetzt dazwischen passiert und so. Das ist irgendwie richtig nervig. Und langweilig. Vor allem die besten Momente sind rausgeschnitten. Keine Ahnung wieso. Aber ja, wenn man irgendwie halt immer das Gefühl hat, es muss nur das, was wirklich vielleicht wichtig ist oder Dings reinschneidet, also alles andere rausschneidet, dann hat man keinen Flow. Man hüpft einfach von irgendwie, ja. Dann ist das Wichtige plötzlich unwichtig, weil man es einfach zu sehr sieht, zu oft sieht. Ich will zwischendurch auch ein bisschen gelangweilt werden, damit ich wieder mehr Spannung habe beim nächsten guten Moment oder so. Ich habe genug Zeit, aber viele Leute haben einfach nicht mehr genug Zeit. Sie nehmen sich nicht mehr genug Zeit, das ist es. Nicht so gut. Immer alles ist nicht ganz so gut. Schade. Also, wir haben hier oben nochmal so einen, den machen wir im nächsten Part. Und vielleicht gehe ich einfach unten irgendwo nochmal ein bisschen durchsuchen in einem Livestream. Oder wir machen es einfach im Livestream hier hoch. Ja, das ist ein bisschen langweiliger. Das wollt ihr vielleicht nicht unbedingt als Video sehen. Schaltet einfach ein, wenn es euch trotzdem interessiert und ihr dürft gerne mit mir reden und so weiter. Und ich muss auf jeden Fall das Spiel nochmals neu installieren. Wegen dem Bug hier. Da habe ich jetzt gerade kein V-Sync an. Ich kann es nicht anmachen. Ja, es ist Option A. Es ist also deaktiviert. Man sieht da manchmal so ein bisschen zitterer. Das Bild ist nicht ganz smooth. Schade. Aber gut, das mache ich dann. Mache ich gleich noch kurz das Game neu installieren. Bis dann zum nächsten Part oder zum Livestream. Wird wahrscheinlich irgendwann am Abend sein. Tschüss!